an Zockerbude, ja. Ihr seht, Ratze und ich sind gerade auf dem Weg zur Gamescom. Hinter uns im Auto ist noch der Benjamin. Und ja, wir erwarten, ich glaube, richtig viel. Also unsere Spannung ist schon extrem. Wir freuen uns schon total auf Köln. Haben jetzt noch, ja, was haben wir ungefähr? Kilometer, ja, fast 400 Kilometer haben wir noch vor uns. Und ja, das rucken wir jetzt noch schnell runter mit dem Kran und dann checken wir ins Hotel ein. Da seid ihr natürlich auch mit dabei. Und ja, freut uns dann auf jeden Fall auf morgen zu der Gamescom. Und vor allem, was wir gesehen haben, es gibt auch allein schon so eine kleine Vorspannung, gerade jetzt in meinem Kanal. Einmal den Landwirtschaftssimulator und natürlich ARK hat einen riesen Stand, habe ich gesehen. Und da werden wir morgen natürlich auf jeden Fall reinchecken und uns das mal alles anschauen. Und ja, Ratze wird wahrscheinlich auch ordentlich feiern. Norden, weil natürlich ein paar Kölsch trinken hier. Ja, so. Und natürlich hier ARK. Und ja, schauen wir auf jeden Fall, was uns da morgen erwartet. Jetzt hat es uns leider ein bisschen erwischt. Wir stehen jetzt richtig fett im Stau. Also seht ihr, Bremslicht scheint mich gerade richtig an hier. Also da ist jetzt anscheinend auch ein Unfall passiert durch das starke Unwetter, denke ich mal, dass da irgendwo gekracht hat. Und jetzt, ja, jetzt verspätet sich das alles. Also wir haben jetzt ungefähr noch, ja, haben es jetzt 21.14 Uhr und kommen an um 0.20 Uhr. Also wir haben noch ein paar Stunden vor uns. 280 Kilometer und ja, man weiß jetzt nicht genau, was los ist, aber wie gesagt, wir kommen auf jeden Fall an, das ist das Wichtigste und ich hoffe, dass es vom Unwetter her nicht mehr schlimmer wird und dass wir jetzt dann relativ zügig da durchkommen. Dass Team Zockerbude oder Clan Zockerbude dann endlich einchecken kann, dass wir morgen ausgeruht dann in die Gamescom spazieren können. Ja, Leute, jetzt sind wir hier. Ich muss aber alles aus der Hand nehmen hier, das ist ja der Horror. Sind jetzt hier gerade richtig schön in dem tollen Hotelzimmer angekommen. Ja, ist zwar mit Glasoptik, ist zwar nicht so gerade der Ringer, aber ja, dann hier muss man anscheinend die Karte reinstecken, wenn man seinen Strom haben will. Also wenn ich die jetzt hier raus tue, dann haben wir jetzt der Strom aus. Machen wir die Karte wieder rein. Zack, und schon ist der Strom wieder da. Ja, so an sich echt top. Hauptsache Fernseher ist da, das ist wichtig. Da haben wir es mittlerweile 2 Uhr in der Früh. Ja. Jetzt heißt es ab ins Bett und dann geht's morgen oder später dann ab auf die Gamescom und wir sind echt schon gespannt. Ratze und Bammy, die sind auch gerade ins Zimmer eingecheckt. Und wie gesagt, wir haben einfach gesagt, wir müssen schnell ins Bett, dass wir morgen auch wieder fit sind. Also haut's rein, bis später in, ich sag mal, 5 Stunden.
ja, wenn ihr mal in Köln seid und ja, ein bisschen was zum Essen sucht, wo man ein bisschen italienische Küche und so, dann ist dieses Fabiano echt zu empfehlen. Hier noch einer von Clan Zockerbude, der Belwin, auch mit das dabei. Das Mädchen Clan ist auch dabei. Und das Mädchen dabei sein. Rausschneiden. Das kommt mit drauf, aber hallo. Ja, wir lassen jetzt den Abend noch ein bisschen ausklingen hier. Und ein paar Kaltspringe. Ja. Guten Morgen, ja. Jetzt sind wir gerade aus Köln raus. Beziehungsweise sind wir schon in der Höhe von Krefeld, so wie das auf dem Navi sehen. Und sind jetzt auf dem Weg zum Stefan, der auch hier in der Zockerbude ist. Und da habe ich gesagt, wenn wir schon in der Nähe bei ihm sind, dann werde ich ihn auf jeden Fall besuchen kommen. Wir haben jetzt ungefähr noch, was werden wir haben, 30 Minuten. Dann sind wir bei ihm, also 50 Kilometer haben wir ungefähr noch. Und dann sehe ich auch zum ersten Mal an Stefan. Freue mich schon drauf, weil wir haben ja doch sehr, oder beziehungsweise wir bringen ja sehr viel Zeit, gerade am Computer, beim Spielen, gerade von Ark. Und da werde ich schon mal, oder ist es schon mal richtig lustig und schön, wenn man da auch mal jetzt die Leute komplett kennenlernt. Ja, zum Köln nochmal, zur Gamescom. Also wir haben, ich habe da drinnen versucht zu filmen, es war fast unmöglich, wenn dann so andere Leute irgendwie durchgelaufen, wo ich die Kamera hochgehalten habe. Es war verdammt laut, also mit Tonaufnahme war da fast gar nichts. Ich habe mir da mal ein paar Videos angeschaut und das war schrecklich. Und ja, ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeschaut, da gibt es hier diese so Art neuen Farming Simulator, den ihr auch gesehen habt, jetzt gerade eben, und das ist so gesagt ein Mitbewerber. Ich rede hier vom Mitbewerber von Farming Simulator, wie auch jetzt Cattle and Crocs. Cattle and Crocs war leider nicht auf der Gamescom, aber wie gesagt, dieses ich weiß jetzt gar nicht, wie der Stand hieß, aber dieser Mitbewerber an sich nicht schlecht, so vom Spielaufbau. Man kann da viele andere Sachen machen und mit vielen anderen Maschinen fahren, was ich so gesehen habe. Und man kann ja da, glaube ich, auch so Weinbau und was man da so machen kann, machen. Und wäre bestimmt mal interessant, nur mal so eine Beta einfach auszuprobieren und zu gucken, ob das hin. Das Spiel, aber ich werde es jetzt, denke ich mal, nicht dauerhaft spielen, weil einfach, ja, von der Grafik her, muss ich sagen, ist Farming Simulator besser. Und ich warte eher jetzt halt einfach mal hier auf das Cattle and Crocs, weil das soll ja wirklich ein Hammer Farming Simulator sein. Darauf bin ich echt gespannt. Ja, zu Ark. Ark hat leider einen kleinen Stand gehabt. Ich habe mir da schon ein bisschen mehr erhofft. Man hat jetzt eigentlich nur einen Stand gesehen mit vielen Computern, wo man nicht einmal in den Bildschirm reinschauen konnte. Das war ein bisschen schlecht, beziehungsweise war nicht einmal irgendwie ein großer LED-Bildschirm irgendwo gehangen, wo man irgendwelche Ark-Ausschnitte kommen. Spielausschnitte kommen. Das war leider nicht da. Finde ich ein bisschen schade, da hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen, weil Ark an sich ist ja kein neues Spiel, jetzt kommt ja nur die Vollversion raus, beziehungsweise ich glaube, jetzt kann man das ja dann auch bald im Handel kaufen. Wir haben schon, wir sind zufrieden, aber es wäre halt trotzdem einfach nochmal schön gewesen, wenn man auf der Messe einfach nochmal bei Stand Ark sieht, weil wir auch fast Ark spielen. Und ja, mal gucken. Ansonsten waren das, sag ich mal, 5 Spiele, die interessant waren, und 3 Spiele, die ich auf jeden Fall zu meinem Inventar hinzufügen möchte. Also das war schon nicht schlecht, gerade Far Cry 5, Wahnsinn, also das war echt heavy.
Dann wollte ich mir noch das Tropical anschauen. Tropico, glaube ich, heißt es. Das war nicht schlecht. Also das hat mir auch echt gefallen. Einfach mal so ein bisschen auch so, ja, strategiemäßig mal ein bisschen was reinbringen. Ich habe früher auch sehr viel Ahnung gezockt, also schon mal was Besonderes. Und was ich mir noch vielleicht, da lasse ich mir die Option offen bei dem dritten Spiel, was ich mir holen möchte. Das wäre dabei bei den noch, ja, bei den interessanten Spielen wie Destiny, Assassin's Creed und ein Spiel war noch dabei, müsst ihr jetzt mal schnell überlegen. Ein Spiel war noch mit dabei. War das Call of? Gute Frage. Ja, auf jeden Fall habe ich mir ein bisschen was angeschaut. Ich möchte auch ein bisschen andere Videos noch mit reinbringen, einfach andere Let's Plays, die natürlich interessant sind für unsere Clan-Zockerbude. Und versuche natürlich euch das auch ein bisschen dann schmackhaft zu machen. Ja, jetzt sind wir beim Stefan, wie ihr schon gemerkt habt, waren wir schon gerade beim Essen. Ja, jetzt können wir Stefan auch begrüßen. Servus. Hi. Clan Zockerbude ist jetzt eigentlich vollständig drauf, außer Marc. Marc haben wir, glaube ich, noch nicht genau, drauf. Marc fehlt noch und Alex auch, aber die werden wir auch irgendwann demnächst, denke ich mal, auf die Kamera kriegen, wenn sie Lust und Zeit haben. Ja, mit Stefan, der ist ein richtiger Arc-Spezialist. Da können wir ruhig mal ein bisschen über A quatschen, haben wir eh relativ jetzt die Zeit wenig gemacht und gesagt, das was auf der Messe los war, war ein bisschen schade. Aber jetzt können wir mal so richtig auf den Server, wo wir spielen, können wir jetzt mal so richtig eingehen. Und ja, wir haben eigentlich noch einiges vor, gerade so bautechnisch. Gell? Ja, die Karte Ragnarok lässt einiges offen, würde ich sagen. Also die Base, also unsere, die in der Höhle, haben wir schön versteckt bis jetzt, haben schon schöne Ideen mit Toren, aber auch im Innenraum wird sich einiges ergeben, was wir natürlich nicht preisgeben wollen. Da wird sich einiges tun. Da wird es nicht nur bei den Außentoren bleiben, würde ich sagen. Ja. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch um einiges, ich würde sagen, einige Tore noch verstärken. Mit dem vorderen haben wir jetzt ja schon mal angefangen. Das Video wird auf jeden Fall auch jetzt dann die Tage rauskommen. Ich habe ein bisschen vorproduziert, auch halt wegen der Gamescom, beziehungsweise ja einfach auch von der Arbeit her, weil es nicht immer gerade so möglich ist, jeden Tag wirklich irgendwas aufzunehmen oder auch was Sinnvolles zu machen, was euch da draußen interessiert. Weil was interessiert euch, Farmen oder sonstiges? Aber wie gesagt, das Jawohl. Mit die Tore, da das ist auf jeden Fall mit dabei. Wir haben einiges noch zum Nachrüsten, allein schon von der Abwehr her. Oh ja, uns fehlen eindeutig mehr Miniguns. Also Pflanzen ist ja alles kein Problem, aber Miniguns ist echt so ein Manko und mit Metallern sind wir immer knapp sowieso. Und da wisst ihr ja wahrscheinlich schon, ich weiß gar nicht, was die letzte Aufnahme, ob es drin war, mit dem Quetzel, weil wir unsere Probleme haben beim Zähmen, wir haben immer noch keins und können immer noch nicht richtig Eisen in voller Tour farmen und die letzten zwei Male sind ordentlich in Hose gegangen, haben Tiere verloren oder auch viele Rohstoffe oder Waffen beim Quetzel zähmen, also stellt uns gerade vor einer großen Herausforderung. Ja, das stimmt, das ist eine sehr große Herausforderung. Generell das Farmen auch, also wir farmen momentan ja mit Argentavis. Ja, sehr uneffektiv mit Spitzhacke und so. Porsche, unser Nahkampfspezialist, kann da ordentlich was abbauen, aber bei mir kommen nur Bröcksten raus. Ja, mit Nahkampfschaden 300, über 300. Ja, bei mir 50. Kriege ich ja doch mit der Spitzhacke ordentlich was raus. Generell so, ich sag mal, normale Sachen fangen, wie zum Beispiel Zement oder so, ist auf der Karte richtig schwierig. Wir haben zwar zentral so die Biber, wo man sagen kann, gut, in den zwei Feldern bewegen sich die Biber oder sind diese Biberdämme. Aber ja, es ist halt, ja, wir sind auf einem offenen Server. Es kann sein, dass direkt vor uns schon einer da war, der gerade leer geräumt hat. Kann aber auch sein, dass gerade
dass wir gerade Glück haben und voll raushauen können. Also in der Zeit, wo wir jetzt, also Ratze, Belmin und ich in Köln waren, konnte der Stefan zum Glück zocken. Ja. Der hat eine volle Fuhre mit über 2.500 Zement. Also das ist dann schon ordentlich. Also wir hatten da schon schlechtere Tage. Ja, wo man mit 600 nach Hause kam, weil vorher schon abgefarmt worden ist. Und Leute, alle, die noch nicht kein Ragnarok gespielt haben, es ist nicht vergleichbar mit anderen Maps. Auf den anderen Maps hat man so 2-3 Biber, die dann kommen, wenn man den Damm leer geräumt hat. Bei der Map laufen 14, ungelogen manchmal 25 Biber auf einen zu. Man wird umkreist, also es ist ganz anders, da Zement zu farmen und schwieriger. Aber gut, man hat die Punkte zentral, muss nicht mehr über die ganze Map irgendwelche Biberdämme suchen, man weiß, wo sie sind. Das ist natürlich auch wieder ein Vorteil. Ja, gerade wie du sagst, bei den Biberdämmen, die sind so dicht beieinander, dass wenn ein Biber Alarm schlägt, nicht nur 5 loslaufen, sondern wie gesagt, das ist so dicht beieinander, dass mehrere Biberdämme, die funktionieren zusammen irgendwie, und ja, da laufen halt einmal schnell so 20 Stück los und du musst schauen, dass du schnell einen Pfeil machst. Gerade schlimm dann noch, wenn irgendwie der Vogel hängen bleibt oder man nicht den Vogel aufspringen kann, weil die Hütte irgendwie oder dieser Biberdamm zusammengefallen ist. Vom Holz gibt's auch, ne? Dann die üblichen Probleme. Dann hat man eine Problemlage und das ist dann schon schlecht. Weil was Stefan herausgefunden hat, wir haben allein das Thema, ich weiß nicht, ob ich das schon, doch, das habe ich eigentlich auch aufgenommen mit dem Kaktussaft. Auf der Insel gibt es auch Kaktussaft, also das ist eigentlich nur so wüstenmäßig bekannt. Sausage hat das bisher rausgebracht, wo man halt wüstenmäßig unterwegs war. Und und Ragnarok bietet sowohl Wüste als auch The Isle, also im Endeffekt The Center, die ganzen Maps sind da in einem vertreten, aber auch nicht irgendwie, dass man sagt, das ist genau das Stück von der anderen Karte, das ist also wirklich individuell. Heute habe ich noch bei von einem Arc, der auf der Gamescom war, der das Spiel mitentwickelt, gehört, das ist wirklich eine Community-Map, die von 3 anderen Spielern gebaut worden ist. Und die wurde offiziell dann an ARK verkauft und die haben die eingekauft, um wieder einen neuen großen Spielinhalt hinzuzufügen. Also es ist jetzt eine offizielle Karte, die, denke ich mal, sehr oft gespielt werden wird. War auch auf der Messe zu sehen. Vielleicht habt ihr das auf dem Video auch gerade jetzt in dem Ausschnitt gesehen. Also Ragnarok steht auch offiziell als Map dort, wie The Center, The Island und Sausage Earth und Cut. Was? Da ist noch. The Center ist denn? Ja, da gibt es noch die primitive. Wie heißt das? Ach ja, da gibt es noch irgendwas anderes. Diese speziell. Aber es gibt auch noch Valhalla, ist eine. Das ist noch eine, aber da gibt es dieses. Island nur etwas größer. Ich weiß nicht, das ist irgendwas mit offen, also da gibt's. Das ist sau schwer, also irgendwie. Das ist aber auch Einstellungssache mit Karte, irgendwie. Ich weiß Gott was, ist ja wurscht. Okay, ja, egal, ja. Können wir wieder weiter an. Hm. Jo. So sieht das aus mit den Karten oder mit der Karte. Ja, und wir haben ja jetzt eine Allianz mit 2-3 anderen Österreichern, die schon, ja, ich habe gesehen im Internet, 800 Spielstunden haben die schon, glaube ich, gesammelt. Also das ist schon einiges. Und die haben sich dementsprechend, haben die schon eine riesige Base und Tiere und so weiter, unterstützen sie uns ein bisschen. Und die wollen unbedingt angreifen, aber zu zweit ist halt nicht machbar mit den anderen Tribes. Die haben auch Allianzen, dann sind die so 4-5 Spieler. Und wenn wir nämlich, sage ich jetzt mal, die Dracheneier, die ich jetzt am Wochenende auch gecatcht habe in der Drachenschlucht, die werden wir jetzt diese Woche ausbrüten, hoffe ich, dass wir dazu kommen. Milch wird eventuell zur Verfügung gestellt, beziehungsweise müssen wir dann auch noch gucken, ob wir da rankommen. Und dann können wir die Dinger nämlich schon ausbrüten und dann sind wir nämlich auch mal angriffstauglich, weil auf der Karte doch schon viel mit Drachen gehandelt wird. Ja, bestimmt. Also drachenmäßig ist sehr viel unterwegs. Mai, wir werden es natürlich so machen. Ich denke mal, die Österreicher werden auf jeden Fall wieder mit dem Drachen starten. Mhm. Und soweit dann, ich sage mal, die ganz ausgeschalten sind, beziehungsweise auch die beschäftigt sind.
oder so, oder die Pflanzen auch mittlerweile dann abgefarmt sind, dann könnte man mal versuchen auf den altmodischen Weg, weil ich glaube, da können wir den einen oder anderen auch überraschen. Mhm. So typisch, wie wir das in Staffel 3 gemacht haben, einfach mit C4 rein zur Bude, eventuell was platzieren, ein bisschen auf Zeiten gehen, in die Luft sprengen. Könnte vielleicht funktionieren, dass die damit nicht rechnen, dass doch irgendwie ja, mit C4 einer da reinspaziert, wäre halt schon irgendwie lustig. Ja. Auch allein, es langt auch schon, wenn man zu zweit, einer wird gecrappt, hingeflogen, man sprengt schon was, wegcrappen wieder, weg, schnell. Und ja, der kann ja sterben, wenn er da C4 so angebracht hat und sprengt sich direkt dann selber damit in die Luft. Wenn man die aber das ist hier die neumoderne Kriegsführung. Sprengt sich selber in die Luft, aber das wird dann da auch, denke ich mal, sehr gut funktionieren. Aber das Einzige ist halt, wenn man dann mit kleinem Inventar dann abspringt, im Endeffekt nur mit C4 ist natürlich auch ein leichtes Ziel, da reicht schon eine Pflanze, dass man über den Wupper geht. Ne? Da muss man natürlich schon einige Vorbereitungen getroffen haben. Richtig. Wo wir und uns die Allianz schon einige Gedanken gemacht haben, und da wird jetzt so manche anderen auf dem Server bald unsere Ideen zu spüren bekommen, würde ich sagen. Ja. Also wir haben jetzt halt sehr lange über Ark gesprochen, also es waren einige Themen dabei, auch jetzt so mit, ich sage mal, generell noch ein bisschen mit dem Umbau, was wir so noch ein bisschen vorhaben, mit der Base-Sicherung, auch mit unseren ganzen, ja, ich sag mal, die kostbaren Inventarsachen, wie wir die dann alle verstauen, verbauen und sichern. Also da haben wir noch interessante Themen. Was haben wir noch Interessantes? Generell, die optimale Ausnutzung der Karte, also gerade was Rohstoffe betrifft, die müssen wir ja, wie gesagt, aber da brauchen wir halt auch unser Quetzel, dass das dann optimal funktioniert. Ja, unter Wasser müssen anfangen. Richtig, Unterwasserthema, das war ja auch noch ein hieses Thema. Mal ein Wal oder Megaludon oder ähnliches zu zähmen, damit wir unter Wasser auch die Rohstoffe besser abfarmen können und auch vor allen Dingen die Unterwasser-Loots bekommen. Ich sag mal, wir haben jetzt schon sehr interessante Baupläne. Also teilweise auch Baupläne, wo sich hier unsere Spieler mit 800 Spielstunden auf dem Server die Finger nachgeleckt haben. Also ich weiß gar nicht, ob du da warst mit der Flinte. Die Flinte wollten sie unbedingt haben, die wir haben. Da ist eine geile Flinte, die ich gefunden hatte in dem Versorgungspunkt. Die war wohl sehr beliebt auch schon bei ihnen. Haben sich direkt anfertigen lassen von uns. Nee, da war ich nicht mit dabei. Haben schon zwei Flinten gekriegt, Blueprint, beziehungsweise nicht blau, sondern eine andere Farbe, die ich nicht verraten will. Auf jeden Fall ordentlich Waffenschaden am Start. Ja. Und da haben wir auch noch den Bauplan von. Also da haben wir auch... Goldnis losgezogen, sagen wir es mal so. Richtig. Und dafür, da sind wir gerade die Baupläne, Blueprint-Baupläne, also welche mit mehr Waffenschaden und ähnliches zu bekommen. Da sind wir dann ran. Und dann ist natürlich unter den Unterwasser-Loots am besten, wenn man die dann da vor Ort findet man die besten Sachen, sagen wir so. Ja. Und Siliziumperlen im Meer en masse schnell abzufarmen ist immer ein großes Thema, was wichtig ist. Öl ist nicht so das Problem. Auf der Map kann man halt, wie auch bei Social Earth, Ölpumpen bauen, die wir regelmäßig bei anderen Leuten abfarmen. Also wir haben eine kostenlose Ölpumpe, die betreibt irgendeinen anderer Tribe und hat sie nicht abgesperrt, nicht gesichert, vielleicht auch deswegen, dass sie vielleicht nicht zerstört wird, ja. Aber es lohnt sich mal ab und zu vorbeizufliegen, einfach mal 600, 700, ja, 600, 800, 700, ja, und für uns, wir kommen da schon eine also Woche das langt raus. Für uns, also das ja. Langt vollkommen, da fehlt es eher an Leder oder so mal, gell? Ja, gut, T-Rex haben wir genug, aber bei uns lebt kein Tier mehr in der Nähe irgendwie. Nee, da ist ja, alles aufgeräumt. Specs, da auch nochmal einen großen Dank an Austrian Forces, die so gesagt uns allein schon, wir waren gerade dabei, zwei T-Rexe zu machen, beziehungsweise hatten sie gerade im Haus, als Austrian Forces kam und gesagt hat, bestellt euch einfach mal drei T-Rexe vor die Tür mit Sattel, um einfach
ja, vielleicht als Zeichen der Dazugehörigkeit, dass wir zur Allianz dazugehören, beziehungsweise uns auch einfach zu stärken, weil wir ja doch jetzt zusammen fungieren, sage ich mal. Ja, und wir haben ihnen beim PvP geholfen, also AK beziehungsweise die Union, wer ist da noch in der Union? Olymp, ja, Olymp war das, glaube ich, ja, die wir angegriffen haben, ja. Olymp und AK, ja. Ja, die beiden haben sich ja schon ein bisschen von uns nerven lassen müssen. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt auch mit Petris angegriffen, weil wir nichts anderes hatten. Ja. Und haben einiges auch verloren, aber daraufhin haben wir dann zur Eigensicherung auch die T-Rex bekommen, beziehungsweise wurden wir danach ja auch angegriffen. Auch herzlichen Dank, dass der Kühlschrank zerstört werden, falls ihr zuschaut, war echt top, also ja, das gibt noch Rache von mir. Also, 5000 Primeat, einfach mal weg. Ja, Honig, 300, 400 Honig und so weiter, habt ihr super gemacht. Also nee, wir haben uns gar nicht aufgeregt. Nee, nee. Und die Eier, die Racheneier liegen jetzt schon im neuen Kühlschrank, der anders verbaut ist. Die werden extra für euch hochgezogen, freut euch drauf. Ja, also das wird auf jeden Fall noch heiß. Wir werden versuchen, täglich oder zumindest den zweiten Tag irgendwie eine Aufnahme zu machen. Auf jeden Fall beim PvP werdet ihr dabei sein, live. Weil da werden wir öfters mal Angriffe selber bekommen oder auch welche verteilen. Und ja. Ja, ja, wenn wir verteilen, werden wir auch ordentlich angegriffen. Aber wir sind sowieso, denke ich mal, eher so die Offensivfront, sonst müssen wir uns wirklich bei den anderen verkriechen. Aber wie gesagt, was innerhalb der Höhle passiert, wird keiner erfahren und wird auch hoffentlich keiner erstmal sehen. Und da werden eigentlich die Überraschungen sein. Außerhalb werden wir uns halt zubauen. Ja, okay, jetzt die ersten 5 Folgen oder 6 Folgen, da ist was zu sehen, aber das ist ja nicht das Entscheidende, wie weit wir jetzt mittlerweile sind. Also ist das relativ. Also alles, was außerhalb passiert, wird ihr jetzt da miterleben. In der Base nur bestimmte Sachen. Ja, da musst du einfach verpixeln. Meinst du? Oh, okay. Nee, aber wie gesagt, das sind viele Sachen, die zumindest am Anfang für die, ja, man weiß ja nie, wer zuschaut, beziehungsweise ja, man muss da immer ein bisschen zurückhalten, weil es kann doch ganz schön übel ausgehen, weil doch AK hat uns ja doch einmal ordentlich runtergezogen, ja, mit dem Angriff, ja, mit dem Gegenangriff. Das war schon, waren die eigentlich in der Base schon drin? Die waren in der Höhle, waren ja, sie drin. Ja, ja, da habt ihr ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was so passieren kann, ne? Dass sich auch Türen hinter einem schließen können, nicht wahr? Also das ist schon heftig. Also im Moment, wo wir eigentlich mal kurz verschnaufen wollten, kam gleich ein Gegenangriff und ja, wurden ganz schön runtergezogen. Zum Glück gab es dann einen leichten oder einen kleinen Fehler auf der Map. Das erstmal eine Woche Raiding-Sperre. Genau, einfach mal die Orks, Sperre. Also für die Leute, die den nicht kennen, sind Säulen, Gebietsmarkierer, sagen wir es mal so. Ja, und innerhalb, wenn man die Säulen bestellt, wird ein Kreis gezogen. Und innerhalb, wenn Spieler offline oder wenn die Spieler offline sind, die im Tribe sind, kann nichts zerstört werden und auch nichts geklaut werden oder ähnliches. Genau. Und die wurden von den Admins zerstört zum Teil oder haben nicht funktioniert. Und deswegen gab es jetzt eine Woche Raiding-Sperre. So. Und jetzt sind wohl alle wieder dabei oder wir haben es auch jetzt schon wieder ersetzt, die Orks. Und jetzt sind wieder, ja, jetzt geht es eigentlich wieder los. Ich glaube, die Raiding-Sperre ist seit gestern aufgehoben oder so. Seit Freitag. Freitag war letzter Tag, ja, glaube ich. Ja, genau, seit gestern ist sie aufgehoben worden und ja, war viel Zeit, um zu produzieren, um zu farmen und sonstiges. Oh, ja. Also da muss man dann schon jetzt aufpassen, ob man sich mit demjenigen anlegt oder nicht. Ja. Ja. Was haben wir noch? Ja, so von Ark eigentlich jetzt durch. Falls es ihr in der Anzeige gesehen habt, da stand da bei mir in meinem Overlay immer Stefan. Hat 10 Euro so gesagt gespendet. Ja. Genau. Und da habe ich ihm jetzt eine kleine Überraschung gemacht, weil. Oha. Ich habe mir extra mehrere bestellt. Da hat er ein Zockerbuden-T-Shirt. Zwar noch kein Team-Zockerbuden oder Clan-Zockerbude, das sind aber noch die normalen Zockerbuden-T-Shirts. Jetzt bin ich offiziell. Zockerbude. Zockerbude. Muss ich dann, ich habe mir jetzt auch eine Cam gestellt und mal gucken, ob ich irgendwas filmen werde, beziehungsweise mal Zockerplays. Dann habe ich die nächste Frage, und zwar an die Zuschauer, falls
euch das interessiert. Ich muss das mit genau. Stefan noch bequatschen. Vielleicht kann man in unseren Videos, beziehungsweise in so einem Video, was wir jetzt machen, statt zusammenhocken, weil wir ja doch fast 650 Kilometer auseinander wohnen, dass man das vielleicht mit so Art Videoanrufen so, so konferenzmäßig machen kann, dass man trotzdem so eine, einfach zusammen trotzdem hockt, hier einmal Stefan, hier einmal Pauschi, vielleicht auch mit Ratze oder so, dass man dann zusammen dann einfach da nochmal so ein bisschen drüber quatscht, was so vor ist oder was wir machen. Wir haben ja auch viele Eindrücke gesammelt jetzt auf der Gamescom, was eventuell noch kommen könnte oder kommen kann oder was auch eventuell kommt, und da kann man halt dann immer weiterhin so quatschen. Und wenn euch dann sowas gefällt, dann lasst einfach ein Like auch jetzt direkt auf diesem Video oder einen Kommentar da, und dann können wir öfters mal sowas machen, zwar da nicht direkt zusammenhockend, aber zumindestens dann so Art in der Konferenz mit Facecam, und das wäre bestimmt auf jeden Fall. Kriegen wir hin, also irgendwie hin, ja. Ja, weil bei Skype geht es ja jetzt schon irgendwie, aber das gefällt mir noch nicht. Da gibt es aber noch ein anderes Programm, da kann man halt wirklich, der Streamer nimmt halt die ganzen Gesichter auf, sage ich jetzt mal, und dann können wir uns, denke ich mal, alle zusammen bestimmt, dann, sagen wir mal, Pressekonferenz machen. Richtig. Einmal monatlich oder sonst was, was Clan Zockerbude gemacht hat und was Clan Zockerbude vorhat, weil wir werden wahrscheinlich, so wie ich das sehe, nicht nur Arken, wir werden jetzt auch eventuell andere Spiele anspielen und so weiter. Also ich denke mal, Ark wird jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall Nonstop-Thema sein. Ja, aber das ist auf jeden Fall die Nummer 1. Den Server werden wir leer spielen, kleine Ansage voraus. Und danach ist ein anderes Spiel dran. Und damit ihr auch was anderes seht, vielleicht seid ihr auch keine Ark-Fans und sagt, okay, nett, die Zockerbude zu sehen, aber Ark ist jetzt nicht mein Ding. Also werden auch andere Spiele folgen. Es sollen andere Spiele folgen. Man muss jetzt dann wirklich schauen, wie wir das Ganze alles ein bisschen ausbauen und aufbauen, sagen wir es mal so. Und dann werden wir auf jeden Fall, werden wir da einen guten Mittelweg finden. Und wie gesagt, ein Thema ist dann schon mal solche Videos, beziehungsweise Vlogs, um einfach, ja, dass ihr ein bisschen mehr erfahrt, beziehungsweise falls wir auch über irgendwas diskutieren, wie jetzt zum Beispiel offiziell, so jetzt wie mit Stefan mir, das war jetzt ein super Gesprächsthema, so über Ark oder halt dann über andere Spiele. Und wie gesagt, wenn euch sowas gefällt, lasst ein Like oder ein Abo da, dann können wir sowas richtig aufziehen. Also dann könnten wir da das öfters machen. Wir können ihr könnt uns auch Themen vorschlagen, wo wir uns eventuell darauf vorbereiten und unsere Meinung beziehungsweise unser Wissen ist jetzt eher nicht so das Sachen, aber dass man halt darüber einfach quatschen können. Nennt uns ein Spiel, was ihr meint, was ähnelt Ark, was, wo kann man eventuell bauen, wo kann man PvP machen. Nennt uns Spiele, wir schauen uns hier an, die Spiele, und dann erfahrt ihr in dem Channel, was ist Zockerbude, genau, was wir davon halten. Vielleicht nicht immer im Video-Chat, aber auf jeden Fall im Teamspeak oder in der Voice-Aufnahme werden wir mal drüber diskutieren, was wir von dem Spiel gehalten haben. Vielleicht ist er da dabei und vielleicht habt ihr ja auch schon in dem Spiel ein Tribe, ein Clan oder ein Team, wo wir gegenspielen sollen oder mitspielen sollen. Also da sind wir flexibel. Also wenn jetzt irgendwelche Leute unbedingt mit uns mitspielen wollen, können die sich gerne mal melden oder im Teamspeak joinen oder ähnliches mit uns Kontakt aufnehmen. Wir sind da offen vor allem. Genau. Auch. Also auch nochmal für den jetzigen Server, wo wir spielen, unten in der Beschreibung ist der Link für den Server. Das ist, ich weiß gar nicht, wie heißt der nochmal? Ja, eigentlich Ragnarok PvP Offline Raid Schutz. Richtig. Weil der Offline Raid Schutz wird Wert drauf gelegt und finde ich auch gut. Für die Spieler, die halt nicht 24/7 am PC hängen, wir sind auch alle berufstätig und das ist bei uns nicht eine Sache, die 10 Stunden am Tag gemacht wird, sondern nebenbei. Nebenbei, richtig. Ja. Genau. Und wie gesagt, unten ist nochmal der Link zur Serverseite. Noch zur kleinen Information. Es sind zwei Mods drauf, glaube ich. Das ist der Stack-Mod, ein kleiner Stack-Mod. Ja, und hilft S-Plus auf jeden Fall ein bisschen. Und das S-Plus. Also das S-Plus ist ja mittlerweile schon Standard. Standard, geworden. Richtig. Aber nur das nochmal so als Hinweis. Ansonsten
Die Karte ist relativ schnell runtergeladen. Ja, die Karte müsst ihr euch separat runterladen. Dann müsst ihr der Arc in Steam, wenn ihr Steam habt, Arc anklicken und dann in die Spielinhalte schauen auf der Steam-Seite, wo Arc alle Errungenschaften angezeigt werden, und dann steht da Spielinhalte hinzufügen. Wenn ihr darauf klickt, habt ihr die Karte unter den Top 3 und könnt ihr dann separat runterlaufen. Genau. Sind 2,4 GB, nehmt euch da ein bisschen Zeit, je nach Internet. Und dann habt ihr die Karte, lohnt sich auch einfach mal, also ich denke mal, die ist die Karte, die auch in Zukunft gespielt werden. Also ladet euch die sowieso runter und dann fangt einfach auf dem Server an und wir können euch da Starthilfen geben oder ihr könnt sonst was machen, da werden wir schon eine Lösung finden. Lohnt sich auf jeden Fall auf dem Server zu joinen. Ist jetzt auch wirklich ruckelfrei und jetzt sind korrekte Deutsche. Korrekte Deutsche hört sich jetzt ein bisschen rassistisch an. Nein, aber. Nein, es sind, ist ein deutscher Server und es sind korrekte Leute da. Genau, und das ist auf jeden Fall ein Server, wo man spielen kann. Ja, ja, also da wird sich drum gekümmert. Da kommt auch der Admin und versucht. Also es gibt so einen eigenen TeamSpeak-Server extra für diesen Server. Da kann man eventuell anfragen, ob man so gesagt einen Tribe-Channel bekommt. Also wir haben unseren Clan Zockerbude, so wie Austrian Forces ihren Channel hat. Aber einfach so ist es schon mal nicht schlecht, weil man kann mit auch mit seinem Allianzpartner so gesagt mal schnell Kontakt aufnehmen, um irgendwie schnell was zu besprechen. Und das ist nicht schlecht. Und da kann man auch, beziehungsweise kommt der Admin zu einem und fragt, ob alles in Ordnung ist. Also er hilft auch einem, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Man hat auch diesen Anfangs-Raid-Schutz, gell? Ja, auch. Und ich weiß nicht, wie lange der geht, bis? Er sagte, ja, bis einfach die Base steht, sage ich mal. Die Leute, die da gerade online sind, alleine sind und so weiter, sollten jetzt nicht angegriffen werden. Erst wenn die Base steht, man weiße Flaggen kann man setzen. Die waren in der Zeit, wo man noch nicht den Orb bauen konnte, die weißen Flaggen. Wenn man jetzt die weiße Flagge, solltet ihr auch wissen, wenn ihr spielt, baut euch ein Haus, setzt die weiße Flagge, ihr könnt dann nicht geradet werden oder angegriffen werden. Die schützt euch so ein bisschen und finde ich eine gute Lösung. Und der Admin Tribe cheatet auf dem Server nicht. Das ist ein großes Ding. Also ich habe auch sehr, sehr vielen Servern gespielt, wo die Admins sich Waffen ähnliches cheatet haben bzw. gemacht haben. Und bei dem Tribe ist es wirklich so, er ist normal wie die anderen guten Tribes dort. Genau, also wie gesagt, die fangen nicht an zu cheaten. Sie haben bevor der Server online gegangen ist, haben sie, glaube ich, 2-3 Tage einfach nur ein bisschen vorgebaut, um einfach gegen ihre Base stehen zu haben. Aber haben nichts ercheatet. Also das ist echt super. Ja. Die Base wäre zu raiden, habe ich schon geschaut. Also es wäre möglich, sie ist jetzt nicht unraidbar. Sie ist zwar gut geschützt, ist klar. Als Admin hat man immer so ein bisschen die A-Karte, sage ich mal so. Ja. Aber es passt. Also das ist richtig nice und wie gesagt, uns macht Spaß. Und wenn ihr irgendwie Hilfe oder sonst irgendwas braucht, einfach Bescheid geben, dann ist das auch kein Thema. Also wenn ihr dazu joint, ist kein Thema. Vielleicht kann man auch da ein bisschen. Ja, dann haben wir soweit eigentlich jetzt alles besprochen. Ja. Wie gesagt, wir schauen nochmal, wie wir das machen mit der Konferenz. Das wäre echt eine super Sache. Und ansonsten fährt der Porsche jetzt zurück nach München. 5-6 Stunden Fahrt, Vollgas und dann. Dann wird gedaddelt. Vielleicht schafft. Ja, eine Aufnahme werden wir heute schon noch machen. Also eine Aufnahme, die wird dann, denke mal, ein paar Tage später online sein. Ja. Weil morgen ist ja doch wieder arbeiten. Aber heute Abend wird, denke ich mal, auch nichts Spannendes passieren. Also ich habe heute keine Lust auf PvP. Nee, aber mal so eine kleine Runde mal wieder. Ja. Also dafür, dass ich das ganze Wochenende jetzt eigentlich in Köln war, nicht, also in Köln auch nicht wirklich gedattelt habe. Also waren mir einfach zu viele Leute, die da einfach angestanden sind. Also das ist ja krank, wenn ich mich da für ein paar Stunden anstelle für 15 Minuten Spielspaß. Ja, ja. Mhm. Wenn überhaupt Spaß dann. Also ich wollte mir einfach nur mal das Ganze anschauen. War echt interessant. Und jetzt geht's einfach nur noch heim. Und dann sehen wir uns in Arc wieder. Ja. Und dann sage ich, danke fürs Zuschauen, lasst mal ein Like oder ein Abo da, beziehungsweise eine Like da, wenn ihr solche Videos öfter sehen wollt. Ihr könnt es auch gerne einen Kommentar dazu schreiben. Okay, Servus, pfiat euch. Ciao.